Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 8 absolviert und ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf, Corona-Bewältigungsfonds 2021 für Kultur und Tourismus und Änderung der Fachförderrichtlinie Großveranstaltungen. Hier gibt es einen Änderungsantrag der FDP, das heißt, er ist als Änderungsantrag überschrieben. In der Sache ist es aber ein Ersetzungsantrag, so wie ich es gelesen habe. Herr Sastrow, wollen Sie den zuerst einbringen? Und danach beginnt in der Fraktionsrunde die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben ja später heute auf der Tagesordnung noch einen Antrag, da geht es um die Erfüllung von Stadtratsbeschlüssen. Normalerweise könnte man diesen Tagesordnungspunkt mit dem jetzigen gern noch gemeinsam behandeln, denn wir haben jetzt einen Fall, und zwar einen sehr eklatanten Fall, wo die Verwaltung wieder einmal Beschlüsse des Stadtrates ignoriert und in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir es selbst hier vor wenigen Wochen erst beschlossen haben, auslegt. Es geht bei der Vorlage um die Umsetzung des Corona-Bewältigungsfonds, eines Fonds, den wir mit dem Beschluss zum letzten Doppelhaushalt definiert haben und eingerichtet haben, meine Damen und Herren. Und zwar sah dieser Beschluss vor, dass wir insgesamt mit einem Budget von 600.000 Euro ganz speziell für Großveranstaltungen diesen Fonds ganz speziell für Großveranstaltungen hier in Dresden zur Verfügung stellen. Es gibt viele in der Kultur, die Förderbedarf haben. Richtig, ja, gut so. Dafür gibt es aber andere Möglichkeiten. Wir haben uns in der Debatte zum Haushalt darauf verständigt, auch den Großveranstaltungen zu helfen, wenn sie die Hilfe benötigen. Dabei geht es um Veranstaltungen, die publikumsstark sind. Dabei geht es um Veranstaltungen, die eine herausragende Werbewirksamkeit für unsere Stadt haben, ja, die für unsere Stadt einen prägenden Charakter haben, die auch als Veranstaltung selbst einen Wirtschaftsfaktor darstellen, weil sie andere Gewerke binden, weil sie Bühnen haben, auf denen Künstler auftreten, wirklich um die großen Veranstaltungen in dieser Stadt, an die sonst selten jemand denkt. Und die Mehrheit, die den Haushalt verabschiedet hat, hat gesagt, ja, auch denen wollen wir helfen, denn wir wissen, und wir sehen es ja dieses Jahr erst wieder, dass die ganz besondere Probleme haben. Diese Großveranstaltungen haben eine lange Vorbereitungszeit. Sie sind doch die Veranstaltungen, die, ich sage mal, zuletzt wieder gehen werden, jetzt in der Corona-Zeit. Und es sind die Veranstaltungen, die ansonsten wenig oder gar keine öffentlichen Mittel kriegen. Im Gegenteil, ja beispielsweise auf private Sponsorengelder angewiesen sind. Und auch da gibt es Verschiebungen. Ich will nur ein Beispiel nennen, auch den Brauereien, große Sponsoren, auch hier in der Stadt geht es gerade nicht ganz so gut und ob die noch sich so engagieren können bei den Großveranstaltungen, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, das ist völlig offen. Das war das Ziel, das wollten wir erreichen. Gedacht haben wir an das Dixieland-Festival, gedacht haben wir an das Elbhang-Fest, das alleine, das wissen Sie, schon mal einen Bedarf von 90.000 Euro angemeldet hatte. Gedacht haben wir auch an das Stadtfest, immerhin das größte Stadtfest in Deutschland mit über 500.000 Besuchern, meine Damen und Herren. Wir haben das auch schlau einrichten wollen, weil wir gesagt haben, das soll in diesem oder im nächsten Jahr gelten, weil wir alle noch nicht wussten, wie lange die Corona-Zeit geht. Das heißt, wir wollen einmal auch einer Großveranstaltung helfen können. Wenn es nie wie Dixieland-Festival ist, schon abgesagt, Elbhangfest, dann muss das auch im nächsten Jahr noch gehen. All das berücksichtigt übrigens auch unser Änderungsantrag ganz genau. Was hat die Kulturverwaltung daraus gemacht? Sie hat erstmal die Frechheit besessen und das ist schon krass. Und ich weiß, dass Sie das ganz genauso sehen. Die Forderung, die wir beim letzten Haushaltsbeschluss gemacht haben, nämlich selbst andere Einsparmöglichkeiten zu suchen, hat das Kulturamt als einziges Amt so übersetzt, dass sie einen neuen Vorschlag von uns genommen hat und den gleich mal um 100.000 Euro gekürzt hat. So kann man mit dem Stadtrat nicht umgehen, meine Damen und Herren. So geht's nicht. Dann hat man, anstatt es für Großveranstaltungen zu nehmen, 150.000 Euro abgezwackt für die Initiative Wir gestalten Dresden und einem neuen Projekt, was sicherlich
auch seine Berechtigung hat, in Schaufenstern irgendwie Kultur zu betreiben. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir hier festgelegt haben. Das hat auch überhaupt nicht die Wirkung eines Stadtfestes, eines Elbhangfestes oder eines Dixielandfestes. Das ist ein ganz anderer Schuh. Kann man machen, dafür haben Sie andere Möglichkeiten, Frau Klepsch. Und dann haben Sie einfach Ihre allgemeine Projektförderung auch noch einmal um 100.000 Euro aufgestockt. Das geht so nicht. Wir als Stadtrat haben so wenig Mitsprachemöglichkeiten. Wir haben so wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Wir nehmen uns auch relativ wenig raus, einzugreifen. In dem Moment haben wir es gemacht und Sie treten das mit Füßen. Also ich finde das im höchsten Maße respektlos. Ich finde das wirklich unanständig, dass Sie das gemacht haben, meine Damen und Herren. Deswegen möchte ich Sie bitten, stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, auch wenn Sie in Nuancen vielleicht inhaltlich einer etwas anderen Meinung sind, weil es geht um unsere Ehre. Es geht darum, dass wir uns auch Respekt als Stadtrat gegenüber der Verwaltung wieder erarbeiten, meine Damen und Herren. Das dürfen wir nicht mit uns machen lassen. Wir haben es einmal so entschieden, wir wollten das in einer breiten Mehrheit damals hier so haben. Dann müssen wir das jetzt auch durchsetzen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns helfen würden. Frau Apel, ich habe Ihre Hinweise auch in den Medien gesehen. Wir haben ja extra schon, übrigens auch zwischen allen besprochen, dafür gesorgt, dass von den 600.000 Euro 45.000 Euro auch für kleinere Projekte zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist schon sehr schlau, auch austariert und arrangiert gewesen. Wir sollten zum Ursprung von dem, was Sie im Haushalt wollten, zurückkehren. Bitte stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow. Die Fraktionsrunde beginnt mit den Grünen. Kein Redebedarf. CDU-Fraktion? AfD? Fraktion Die Linke. Frau Appel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich will Ihnen jetzt mal den Beschluss vorlesen, Herr Zastrow. Hier steht, diese Mittel unterliegen unter anderem der Förderrichtlinie Großveranstaltung finanziell. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Situation ist eine Übertragbarkeit auf 2022 möglich. Durch die fortwährende Corona-Pandemie sind weitere Einschränkungen und zusätzliche Restriktionen und so weiter möglich. Es ist nicht eindeutig festgelegt worden, dass ausschließlich für Großveranstaltungen hier dieses Geld ausgegeben werden soll. Und Sie haben recht, es ist gekürzt worden. Und ob es nun 345.000 oder 600.000 Euro werden, das hängt dann von unseren weiteren gemeinsamen Besprechungen ab. Hier haben wir erstmal eine Vorlage für 345.000 und die ist aufgeteilt und zwar vernünftig aufgeteilt. Weiterhin 200.000 für Großveranstaltungen. Ursprünglich war sogar da in den Gedanken noch das Dixieland Festival drin. 100.000 für Projektförderung im zweiten Halbjahr, 45.000 für die kleinen Projekteförderung und 110.000 Euro für Wir gestalten Dresden. Und dieses Wir gestalten Dresden, da haben wir im nächsten Kulturausschuss eine sehr ausführliche Vorlage, wie dieses Geld sozusagen ausgegeben werden soll. Da ist nämlich das Anliegen, das Öffnen von sogenannten Schaufenstern. Damit sind zum Beispiel leerstehende Räume gemeint, geeignete städtebauliche Freiräume, im Stadtinnern besonders. Hier geht es darum, Freiräume für Künstlerinnen und Kreativschaffende zu schaffen und damit Touristen und Einheimischen einen kulturellen Sommer und Herbst erleben zu lassen. 40.000 Euro ist ein Corona-Matching-Fonds, damit Veranstaltungen durchgeführt werden können, welche durch den Mehraufwand, durch die Corona-Maßnahmen zu teuer und nicht durchführbar werden. Für mich ist diese Vorlage der Verwaltung sehr bemüht, die Belange aller Betroffenen zu betrachten und den Dresdnerinnen sowie den Gästen der Stadt einen abwechslungsreichen kulturellen Sommer und Herbst zu ermöglichen. Ich weiß von zahlreichen Einrichtungen und Künstlerinnen, dass sie in den vergangenen Wochen und Monaten an Projekten gearbeitet haben und sozusagen in Startlöchern stecken, um ihre Programme, Stücke, Kunstwerke, Performance und so weiter zu zeigen. Sie brauchen die finanzielle Unterstützung und mit diesem ausgewogenen Beschluss können wir diese geben.
Gleichzeitig ist jetzt auch noch die Förderrichtlinie hier als Vorlage. Und hier geht es darum, dass die Großveranstaltungen, die Richtlinie für die Großveranstaltung angepasst werden. Vorher war zum Beispiel die Definition, dass 3000 Besucherinnen mindestens da sein müssen. Jetzt unter Corona-Bedingungen sollen es 500 sein. Das ist vernünftig, weil die Abstandsregelungen ja gar nicht so viel zulassen. Verteilen Sie mal die Leute mit 1,50 Meter. Wir haben das auf ein paar Veranstaltungsplätzen ja erlebt. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen jetzt nur noch hinpassen. Wir haben den Vorschlag von der FDP, die sagen, nee, das sollen nicht 500 sein, mindestens 1000 können es schon werden. Gleichzeitig wird noch gesagt, es muss keine überregionale Bedeutung, wie es bis jetzt die Forderung ist, für die Großveranstaltung sein, sondern es reicht eine stadtweite Bedeutung aus, weil auch da unter Corona-Bedingungen ja veränderte Maßnahmen sind. Deswegen finden wir schon, dass das hier eine Variante ist, wie wir erstmal in der nächsten Zeit sozusagen über die Runden kommen können und einen kulturellen Sommer und Herbst erleben können. Es ist ja nicht so, dass die Großveranstalter ausgeladen wurden. Also weiter geht die größte Summe dieses Fonds an die Großveranstalter. Und wir möchten schon, dass hier im Blick behalten wird, wer ist jetzt von Corona alles betroffen? Wer soll alles unterstützt werden? Und da müssen wir tatsächlich nicht nur an die Großveranstalter, an die selbstverständlich auch, sondern auch an die Künstlerinnen und Künstler denken, aus den verschiedensten Richtungen. Und da das auch ziemlich kommuniziert und abgesprochen ist mit der Kultur- und Kreativwirtschaft, denke ich, dass wir diesem Vorschlag unbedingt zustimmen sollten. Die Linke jedenfalls macht es und sie lehnt den Änderungsantrag der FDP oder Ersetzungsantrag der FDP eindeutig ab. Danke. Vielen Dank, Frau Appel, SPD-Fraktion. Herr Kaniewski, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Corona und seine Bewältigung, seine Folgen und wie wir im Stadthaushalt damit umgehen, hatten es ja in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere auch im Haushalt, schon ein ganzes Stück beschäftigt. Insofern verstehe ich an der Stelle auch gerade eben nicht so richtig, warum wir die Fachdiskussion zu diesem Thema in der Schärfe, wie sie gerade eben von Ihnen, lieber Holger Zastrow, ja reingebracht wurde, nicht im Fachausschuss oder in anderen Fach- oder in anderen Ausschüssen miteinander diskutiert haben. Der Kulturausschuss hat das Thema Ihres Änderungsantrags eingebracht bekommen und hat den Änderungsantrag dann ohne eine größere Diskussion oder Argumentation der FDP-Fraktion abgelehnt. Und auch meine Fraktion, genauso wie Frau Apel das gerade für die Linke argumentiert hat, wird dem Änderungsantrag nicht zustimmen, nicht, weil wir nicht glauben, dass die Großveranstalterinnen und Großveranstalter auch eine Unterstützung brauchen. Ich glaube, da sind wir uns hier inzwischen einig. Wir ringen da um den Weg, in welche Richtung das geht. Aber Frau Apel hat auch gerade eben schon darauf hingewiesen, im Begleitbeschluss zum Haushalt steht unter anderem Großveranstaltung. Und ich persönlich kann sagen, dass ich diesen Vorschlag der Verwaltung des Corona-Bewältigungsfonds sehr, sehr klug finde, jetzt in verschiedenen Abstufungen Großveranstaltungen mit reinzunehmen, aber eben auch den Modus, den wir im letzten Jahr bei den Kulturinseln noch mit reinverhandelt haben, nämlich eigentlich Kunst trotz Corona, quasi auch für diejenigen, die es auch nötig haben, in dem ersten Schritt mit reinzunehmen. Das entbindet uns nicht von der Pflicht und auch nicht von dem, was die Verwaltung noch machen wird, dass wir uns im Weitergehenden damit beschäftigen müssen. Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung, wenn wir heute mit einer Zustimmung zum Änderungsantrag die freie Kunst- und Kulturszene aus diesem Bereich rausnehmen. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, jetzt schon von vornherein zu definieren, da sind Sie vielleicht, Herr Zastrow, mehr vom Fach als ich, aber dass die Akteurinnen und Akteure von Wir gestalten Dresden nicht auch in der Lage sind, Großveranstaltungen auf die Beine zu stellen, in dem Sinne, wie Sie es auch argumentieren, unabhängig davon, ob das dann ein Kreis von 500 oder von 1000 Personen ist, in Abhängigkeit der Möglichkeiten, die uns dann eine etwaige Corona-Schutzverordnung an der Stelle überhaupt gibt, mit wie vielen Personen man so eine Veranstaltung machen kann.
Und ich glaube, es ist ein schlechtes Zeichen in die Breite der Unternehmerinnen und Unternehmer hier in dieser Stadt, die alle händeringend darauf warten, dass sie veranstaltungstechnisch wieder loslegen wollen und auch die Unterstützung dieser Stadt benötigen. Insofern halte ich die Verwaltungsvorlage an der Stelle gar nicht mal für so schlecht gemacht, was die Frage angeht, Kombination aus einem übergroßen Teil für Großveranstaltungen, aber eben auch Kunst- und Kulturszene gerade im freien Bereich zu unterstützen. Wo ich Ihnen uneingeschränkt zustimme, Herr Zastrow, ist die Frage Emanzipation des Rates gegenüber Verwaltung und auch gegenüber von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern an der Stelle. Ich glaube, nur an der konkreten Vorlage ist es aus meiner Sicht die falsche Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kamieski. Ich sehe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Zastrow. Bitte sehr. Und dann Herr Kaden. Dass Sie, Frau Abel, Ihrer Bürgermeisterin zur Seite springen, verstehe ich. Würde ich in Ihrem Fall, im vergleichbaren Fall, ganz genauso tun. Lieber Richard Kaniewski, das verstehe ich gar nicht. Und wir sehen uns wieder. Weil ich weiß, dass auch die SPD nicht zufrieden ist mit einigen Umsetzungen der Verwaltung von Haushaltsbeschlüssen. Und es könnte sein, dass auch ihr andere in diesem Rat braucht, damit das, was wir gemeinsam auf eurem Vorschlag hin beschlossen haben, durchgesetzt kriegt. Was machen die Kollegen eigentlich mit den Friedhöfen? Das lasst ihr euch gefallen? Das ist die Emanzipation der SPD-Fraktion? Wir haben da was beschlossen, gemeinsam im Haushalt. Übrigens auch, das lasse ich nie zu, was wurde gesagt? Es steht nicht eindeutig drin. Wir haben dazu eindeutig uns besprochen. Wir haben dazu debattiert, da gab es hier Reden, es gab Pressekonferenzen, der Fraktionsvorsitzende, der Fachpolitiker. Nie jetzt rausreden, wir wissen, was wir damals besprochen haben. Ganz eindeutig. Und das war auch nicht nur eine Idee von uns, sondern das fand ganz großen Zuspruch, dass wir uns um die kümmern wollen. Wir wollen nicht die Nische fördern, extra nicht die Nische, nicht wir gestalten Dresden, die gar nicht Dresden gestalten. Das ist ein Verein, ein überschaubar großer Verein, der keineswegs in der Lage ist, für die gesamte Kreativwirtschaft, zu der ich auch gehöre, zu sprechen. Die großen Veranstaltungen, die Dinger, die auch wirklich Wirtschaftsfaktor für Dresden sind, wuppen andere. Die können doch aber auch auf die Hilfe des Stadtrates in diesen Zeiten mit vertrauen, oder nicht? Darf das nicht sein? Nein, die Schaufenster sind eine neue Idee, eine neue Geschichte. Die Kulturinseln auch, aber die haben doch gar nicht die touristische, die wirtschaftsfördernde Qualität wie das, was wir wollen. Wissen Sie, worum es geht? Es geht darum, Dinge wie das Elbhangfest zu retten. Dinge wie das Dixieland-Festival zu retten, dass sie nach Corona überhaupt noch da sind. Da sitzen auch Leute, die sich überlegen, ob sie noch weitermachen können. Dieses Jahr oder nächstes Jahr. Es geht wirklich um die ganz, ganz Großen, wo wir heute sagen, Mensch, halte durch, seid dabei. Wir wollen, dass es diese für Dresden Traditionsveranstaltung auch weitergibt, meine Damen und Herren. Das ist das. Das ist was ganz anderes als das, von dem Sie gesprochen haben. Dafür gibt es Mittel und die Kulturverwaltung setzt dafür auch hinreichend Mittel ein, wie Sie wissen. Es ist schön, Frau Abel, wenn Sie hier haben sich ein bisschen Einblick gegeben, aber Sie haben offensichtlich einen direkten Draht und wahrscheinlich gibt es noch andere Routen, wo Sie das besprechen. Bin ich nie eingeladen, ist unser kulturpolitischer Sprecher nicht eingeladen. Aber wenn Sie sagen, das ist abgestimmt mit der, zum Beispiel wir gestalten Dresden, so habe ich es rausgehört, Sie haben wahrscheinlich recht, weil letztens im Stadtbezirksbeirat Neustadt habe ich mich gewundert. Das ist ja ein Stadtbezirksbeirat, wo sehr viele Anträge auf Projektförderung ja immer regelmäßig kommen. Liegt daran, dass dort natürlich viel Soziokultur und aktive Menschen unterwegs sind und die sich auch kümmern, das muss man sagen. Das ist auch gut, dass wir solche Leute haben. Aber ich habe dann immer geguckt, was machen die eigentlich? Finanzierung eines neuen Projektes. Und da stand dann vom Stadtbezirksbeirat Neustadt möchte man Geld. Und da hob man schon auf das Programm, was noch gar nicht beschlossen ist, ab. Offensichtlich hat man in dieser Stadt schon einzelnen Gruppen Zusagen gemacht. Aus dem Programm, da steht ja was für euch zur Verfügung. Freunde, jetzt hätten wir im Haushalt diskutieren können. Wir hätten auch gerne darüber diskutieren können, dafür mehr Geld noch zur Verfügung zu stellen. Aber das, was wir besprochen haben, waren die Großveranstaltungen, waren die großen publikumsstarken Veranstaltungen. Und deswegen Großveranstaltungen. Dafür ist die Zahl 1000 schon viel zu wenig. Und es geht nicht darum, zu Corona-Zeiten ein Elbhangfest zu machen. Das können wir gar nicht, das sagen die nämlich ab.
sondern es geht darum, nach Corona mit den Auswirkungen von Corona nächstes Jahr ein ordentliches Elbhangfest wieder auf die Beine stellen zu können. Und da werden die kommen. Und da geht es um 90.000, vielleicht dann sogar mehr Geld, wo sie zu uns kommen werden. Bei 200.000, was sie insgesamt drin haben, sorry, das ist zu wenig. Deswegen bitte ich Sie, nochmal drüber nachzudenken. Und vielleicht können Sie ja doch unserem Ansatz folgen oder sich zumindest enthalten. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow. Als nächstes Herr Kaden und danach Herr Schmählich. Herr Erster Bürgermeister, ich bitte Sie, dass wir vor der Abstimmung noch eine zweiminütige Auszeit machen können. Okay. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, tut mir leid, Herr Zastrow, so kann das nicht stehen bleiben. Also Haushaltsverhandlungen und deren Ergebnis bedeutet nicht, dass, wenn einer den Vorschlag gemacht hat, bestimmte Mittel bereitzustellen, er auch gleichzeitig für sich in Anspruch nehmen kann, in dem vollen inhaltlichen Umfang auf diese im Haushalt bereitgestellten Mittel, ich sage jetzt mal, deren Bestimmung festzulegen. In der Tat haben wir, ich weiß gar nicht, woher Sie genau so wissen, was wir in dem Zusammenhang dort besprochen haben, wir haben gesagt, ja, das soll um diese Projekte gehen, aber es ist eben auch als unter anderem formuliert worden. Und deshalb glaube ich, dass Sie nicht erwarten können, dass, oder andersrum gesagt, es ist die Aufgabe des Stadtrates zu schauen, was kann der Zielstellung dieser Mittelbereitstellung am besten entsprechen. Und da verkürzen Sie jetzt, ganz bewusst. Und hier ist niemanden, hat hier Versprechungen gemacht. Das ist auch wieder so eine, naja, ich sage es mal, ganz mutige Darstellung. Und es ist schon unsere Aufgabe, sehr genau hinzuschauen. Und Herr Zastrow, ich kann nicht beurteilen im Moment, weil Sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit, um das zu sichern. Es gibt auch Veranstalter, und Sie wissen, dass ich in dieser Branche ja sehr gut zu Hause bin, also vielleicht auch außerhalb Dresdens, sehr genau weiß, dass aber auch viele Veranstaltungen mittelfristig durchaus auch durch Landes- und durch Bundesmittel auch gesichert sind. Doch das müssen wir uns anschauen, inwieweit hier zur Aufrechterhaltung genau dieser Veranstaltungen in welchem Umfang Mittel notwendig sind. Ich würde mich dem überhaupt nicht verwehren, ganz im Gegenteil, die Anliegen ist ja richtig. Eine allerletzte Bemerkung aber, Herr Zastrow. Jetzt so die moralische Keule zu schwingen und zu sagen, das ist in den Haushaltsverhandlungen besprochen worden und böse Verwaltung, haltet euch doch mal dran. Sind Sie wirklich der beste Zeuge für eine solche Vorgehensweise? Wer war es denn, der sich als allererstes nach der Haushaltsbeschlusslage, obwohl dies anders besprochen war, in der Frage der Einnahmen der Stadt im Zusammenhang mit den Parkgebühren in die Büsche geschlagen hat. Sie waren es. Also Ihre moralische Begründung, die Sie an dieser Stelle angebracht haben, ist höchst unberechtigt. Also nochmal, Ihr Anliegen ist richtig, aber wir müssen schon auch zu einer gemeinsamen Lösung kommen, weil sonst ist die Definition, wie wir mit diesen Mitteln umgehen, doch, finde ich, ein bisschen einseitig. Vielen Dank, Herr Schmählich. Ist Frau Kollegin Klepsch, die zu den gestellten Fragen versagt, dann Herrn Genschmar und dann Herrn Krüger und Frau Appel, ja. Genau, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Kommen wir zunächst nochmal zum Beschluss des Stadtrates zum Haushalt in dieser Frage zurück. In Punkt Position 412, Corona-Nothilfe, Veranstaltungen, das können Sie auch in der Vorlage nachlesen, ist zitiert, was Sie als Stadtrat beschlossen haben. Die Nothilfe unterteilt sich in folgende drei Elemente. Elemente, die Aufwendungen für spartenübergreifende kommunale Kulturförderung werden um 600.000 Euro erhöht 2021. Diese Mittel unterlegen unter anderem die Förderrichtlinie Großveranstaltungen finanziell. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, all die Feste, die Sie genannt haben, Herr Zastrow, können selbstverständlich in der Förderrichtlinie Großveranstaltungen
eine Förderung beantragen. Genau deshalb schlagen wir mit der Vorlage vor, für dieses Jahr die Antragsfrist für die Förderrichtlinie Großveranstaltungen nochmal nach hinten zu verschieben, denn eigentlich war die Antragsfrist für dieses Jahr bereits im vergangenen Herbst abgelaufen. Mit der Verschiebung auf den 1. Juni wird es überhaupt möglich, diese Mittel über die Richtlinie Großveranstaltungen einzusetzen. Zum Zweiten ist es so, sowohl das Dresdner Dixieland Festival in Form des Antragstellers Sächsische Festivalvereinigung als auch das Dresdner Elbhangfest wurden mit Entscheidung des Kulturausschusses bzw. des Stadtrates für dieses Jahr bereits mit 19.000 bzw. 20.000 Euro als Fördervorschlag berücksichtigt und sie könnten trotzdem in der Förderrichtlinie Großveranstaltung sowie auch alle anderen Veranstalter, die die Kriterien erfüllen, beantragen. Sie wissen aber auch, es ist bereits genannt worden, sowohl das Dixieland Festival als auch das Elbhangfest haben angekündigt, dass aufgrund der pandemischen Entwicklung beide Feste in diesem Jahr ausfallen müssen in der geplanten Art und Weise. Und falls jetzt die Frage auftaucht, nein, wir fordern diese bereits bewilligten Fördersummen von jeweils rund 20.000 Euro nicht zurück, sondern wenn die Antragsteller nachweisen können, dass auch für ein nicht stattfindendes Fest bereits Ausgaben getätigt wurden mit vorzufinanzierenden Maßnahmen, dann verbleiben die bereits geflossenen Zuschüsse bei den Zuwendungsempfängern. Und insofern ist auch hier das Überleben dieser Feste aus unserer Sicht gesichert. In einer weiteren Vorlage, die dann auch jetzt im Stadtrat verhandelt wird, nächste Woche im Kulturausschuss, im Kultursommer, stellen wir Ihnen ja auch vor, wie wir dann beabsichtigen, die einige dieser Feste, unter anderem das Elbhangfest, auch an anderer Stelle mit kleineren Veranstaltungen zu fördern, um eben trotzdem eine gewisse Durchführung zu ermöglichen. Und noch eine letzte Information in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt einen Antrag bei der Bundeskulturstiftung gestellt, die den Kommunen ermöglicht, in diesem Jahr nochmal zusätzliche Gelder für einen Kultursommer abzurufen. Und auch dieses Geld, eine Förderung bis zu 500.000 Euro ist pro Kommune möglich. Und dort benennen wir ausschließlich zusätzliche Veranstaltungen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Und wenn wir dort erfolgreich sind mit der Antragstellung, werden wir auch insbesondere der privaten Kulturwirtschaft und der Veranstalterszene mit diesem zusätzlichen Programm in diesem Sommer noch mal unter die Arme greifen können. Soweit zu den Erläuterungen zur Vorlage. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich habe dann Herrn Genschmar, bitte. Ich mache es gleich von der Seite. Herr Erster Bürgermeister, ich will ganz kurz bloß unser Abstimmungsverhalten erklären. Also wir unterstützen den Antrag der FDP-Fraktion, Ersetzungsantrag oder Ergänzungsantrag. Gleichzeitig ist es schon wieder erstaunlich, und das merkt man jetzt schon seit einer Weile, wie die haushaltsgestaltenden Fraktionen sich vor noch nicht einmal einem halben Jahr auf was geeinigt haben und heute schon nicht mehr wissen, wie sie das damals alles so gemeint haben. Und da bin ich schon mal gespannt, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommt. Vielen Dank. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich gucke gerade zu Herrn Schmählich, geschätzter Kollege im Finanzausschuss. Ich muss dir hier mal widersprechen. Es ist gemeinhin gute Sitte, dass wir gemeinsam diesen Haushaltskompromiss vereinbart haben und wir auch uns gegenseitig den heiligen Meineid geschworen haben, uns gegenseitig auch bei der Umsetzung der Projekte zu unterstützen. Ja. Das heißt, und das schließt natürlich auch Projekte ein, die nicht unbedingt immer Herzensangelegenheiten einzelner Fraktionen sind. Es würde mir im Traum nicht einfallen, beispielsweise in Umweltprojekten, die ihr als grüne Fraktion hineinverhandelt habt, jetzt auf einmal zu sagen, ja gut, die Hälfte genügt, den anderen Teil, den nehmen wir jetzt mal beispielsweise für das Nebenstraßennetz. So etwas würde mir nicht im Traum einfallen. Und so muss es auch mit Projekten anderer Fraktionen sein, denen es hier eine Herzensangelegenheit war und die dann auch hier diesem Haushaltskompromiss mehr oder weniger mit schweren Herzen zugestimmt haben. Ich gehe davon aus, liebe grüne Fraktion, dass das jetzt nicht der Abgesang
an unseren Haushaltskompromiss wäre. Ich fände das fatal und ich würde auch denken, dass es hier ein gutes Zeichen, auch gerade mit dem Antrag, mit dem Änderungsantrag der FDP wäre, hier ein Zeichen zu setzen, dass wir uns an das halten, wofür wir viele Wochen gemeinsam miteinander gerungen haben und denken, ein gutes Ergebnis erzielt haben. Lassen Sie uns diesen Änderungsantrag jetzt auch nochmal in der Auszeit prüfen und gegebenenfalls zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Vor der Auszeit habe ich noch eine Wortmeldung von Frau Appel. Im vierten Punkt dieser Vorlage heißt es, der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Ausschuss für Kultur und Tourismus bis Dezember 2021 einen Gesamtbericht über die Verwendung der Mittel vorzulegen. Aus diesem Punkt hatte ich sozusagen geschlussfolgert, dass das Geld für dieses Jahr ist. Und Herr Zastrow hat jetzt von den Veranstaltungen im nächsten Jahr gesprochen. Deswegen würde ich gerne nochmal Aufklärung zu dem Punkt haben. Wenn jetzt Großveranstaltungen gefördert werden oder all die anderen Dinge, gilt das jetzt für das Jahr 2021 oder für beide Jahre zusammen? Vielleicht zunächst Frau Klepsch zur Beantwortung der Frage und dann Frau Vogeser. Also Frau Appel, wir unterbreiten Ihnen mit der Vorlage zunächst einen Vorschlag für das laufende Haushaltsjahr 2021. Sollte die Antragslage so sein und auch die Rechtslage, dass man überhaupt Großveranstaltungen in dem Umfang durchführen kann, könnte es passieren, dass die 600.000 Euro komplett ausgeschöpft werden. Mit Blick auf das aktuelle Geschehen ist aus meiner Sicht nicht davon auszugehen, dass in dem Umfang auch die Mittel abgerufen werden können, beziehungsweise die Veranstaltungen in dem Umfang überhaupt stattfinden können, weil wir erleben, dass bis weit in den Sommer hinein die Rechtslage auch Veranstaltungen in dieser Größenordnung verbietet. Und insofern würden wir dann, sollten aus dem Topf noch Mittel übrig sein und den Bericht legen wir Ihnen ja vor, würden wir dann für das nächste Jahr auch mit einer Vorlage in den Stadtrat kommen und Ihnen dann für 2022 dort einen Vorschlag unterbreiten. Aus der privaten Veranstalterszene bekomme ich gespiegelt, dass eine ganze Reihe von größeren Aktivitäten, Konzerten etc. bereits alle in das Jahr 2022 verschoben sind. Aber das ist im Moment ein sehr dynamisches Geschehen. Und noch ein Aspekt zum Thema Stadtfest. Ob das Stadtfest überhaupt antragsberechtigt wäre bei den Großveranstaltungen, wäre auch nochmal rechtlich zu prüfen, weil wir dort ja eine ganz andere Vertragskonstellation haben mit einem Konzessionsvertrag zur Durchführung, einem Zuschuss der Stadt. Vielen Dank. Frau Frohwieser, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Okay, jetzt ist hier echt ein Feuerwerk abgezündet worden. Da stehe ich gefühlt im Wald. Haben Sie sich mal den Änderungsantrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der CDU, der FDP angeschaut? Wir führen hier gerade eine Haushaltsdebatte, darum geht es an der Stelle überhaupt nicht. Ich denke, dass die Vorlage der Verwaltung sehr wohl das, was wir im Haushalt miteinander vereinbart haben und aufgeschrieben haben, umsetzt. Das ist mehr als genug gesagt worden, aber der Änderungsantrag der FDP-Fraktion ändert gleich auch nochmal weitreichend die Förderrichtlinie mit. Und zumindest ich habe in diesen Haushaltsverhandlungen nicht verhandelt oder irgendwie zugestimmt, dass wir Kriterien wie Familienfreundlichkeit aus dieser Förderrichtlinie rausstreichen und durch Förderung des Einzelhandels ersetzen. Also ich bitte Sie, gucken Sie sich tatsächlich nochmal an, wie weitreichend dieser Änderungsantrag ist. Die Debatte, die jetzt hier gerade geführt worden ist, als würde es darum gehen, jetzt das eine zu tun und das andere zu lassen, das ist ja völlig neben der Sache. Es ist ja gerade hinreichend auch nochmal gesagt worden, über welche Summen wir hier weiterhin reden, um Großveranstaltungen in dieser Stadt zu fördern. Da sind wir alle d'accord, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Wir haben aber meines Erachtens auch nie darüber gesprochen, dass damit nicht neue Projekte, neue Großveranstaltungen gefördert werden können. Wenn Sie es gemeint haben, dass Sie darüber gesprochen haben, hätten Sie es aufschreiben müssen, aber so ist es nicht. Thema Familienfreundlichkeit, wie gesagt, Herr Zastrow, jetzt bin ich dran. Fangen wir doch nicht schon wieder an mit dieser Unkultur. Thema Familienfreundlichkeit, wie gesagt, ist niemals drüber gesprochen worden, dass das plötzlich kein Kriterium in dieser Stadt mehr sein soll. Also vielleicht nutzen Sie
die Auszeit, die Sie hier gemeinsam miteinander nehmen wollen, nochmal, um sich wirklich anzugucken, was in dieser Anlage des FDP-Antrages noch so alles mitgeändert wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten dann in die beantragte zweiminütige Auszeit ein. Ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Schollbach? Bürgermeister, ich sehe hier noch Klärungsbedarf, würde deshalb darum bitten, dass wir die Auszeit etwas länger gestalten und zwar auf 10 Minuten festsetzen. Gut, wir schauen mal, dass wir es zeitlich so hinkriegen, dass es nicht zu lang ist, aber wenn es der Sache dient, Auszeit beginnt. Wir setzen die Beratung zum Tagesordnungspunkt 9 nach Absolvierung der Auszeit fort. Herr Zastrow? Ja, wir haben jetzt noch mal eine Runde zwischen den Fraktionen gehabt. Ich bedanke mich auch für den konstruktiven Austausch. Es gibt da noch eine Menge offene Fragen jetzt, Dinge, die man klären kann. Also ich habe den Eindruck, dass wir es relativ zügig geklärt bekommen. Also der Wille war jetzt von allen noch so geäußert, trotz der emotionalen Debatte. Deswegen wäre mein Antrag jetzt, den Antrag, die Vorlage und unseren Ersetzungsantrag zurückzuüberweisen in den Kulturausschuss und in den Wirtschaftsförderungsausschuss. Und die Fraktionsvorsitzenden werden sich am Rande der nächsten Ältestenratssitzung auch nochmal damit beschäftigen, um vielleicht auch nochmal eine Diskussion zwischen den Fraktionen in den nächsten Wochen anzustoßen. Das ist also jetzt der Antrag, heute keine Entscheidung. Vielen Dank. Das ist ein Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung und Zurückverweisung in die Ausschüsse Kultur und Tourismus sowie Wirtschaftsförderung. Gibt es dazu nochmal den Wunsch einer Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Geschäftsordnungsantrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 57 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, bei 2 Enthaltungen so beschlossen.